grün oder doch schwarz oder doch oliv oder doch schwarz. Ich weiß nicht. Das sind die neuen Kappen von Tasmanian Tiger, die in der Vergangenheit nur als Werbegeschenk für Auserwählte zur Verfügung standen. Jetzt gibt's die auch bei mir im Shop und wenn du auch eine TT-Kappe haben willst, ja, dann bleib dran. Hallo, willkommen! Da ist der Rainer Rossmann vom Survival Shop im Lebenskund. Schön, dass du dabei bist. Ich melde mich hier aus dem wunderbaren Bushcraft-Areal auf Waldurlaub.at. Taugt mir, dass du dabei bist. Und das war kein Spaß jetzt vorher, sondern diese Kappen hier von TT, die hat es früher nur als Werbegeschenke gegeben, aber jetzt gibt es die auch zu kaufen. Natürlich auch bei mir, ist ja ganz klar. So, was ist das? Ich meine, ja, Baseballkappe, nichts Besonderes in dem Sinn, aber erstens einmal, sie sind TT gebrandet. Du siehst hier vorne beim Klett. Bereich, ja, da ist der Tasmanian Tiger eingebaut. Dann auch hinten hast du Tasmanian Tiger eingebaut und hier seitlich ist noch einmal Tasmanian Tiger. Das heißt, da kann man sich so richtig Tasmanian Tigern. Sozusagen, würde ich jetzt mal so sagen. Du hast hier hinten eine Klettfläche. Ja, also auch hier kann man irgendein Badge anbringen oder da gibt es solche kleinen Quadrate, die mit Infrarot oder irgendwie so funktionieren. Das heißt, dass man von hinten sieht, wer du bist oder du schreibst da was drauf oder ich habe keine Ahnung. Ich habe auch, das habe ich jetzt nicht auf dem, sondern auf meiner Level 7 von Helikontex. Das ist auch so ein kleines Quadrat, das leuchtet in der Nacht, wirklich ein paar Stunden noch nach, damit man die Ausrüstung wieder findet. Vielleicht eine Idee oder du hast eine andere, dann schreib es mal bitte. Und hier vorne das Klett-Patch, Flächen, Dingsbums zum draufpoppen, ja, wenn dir das gefällt. Also mir gefällt es eigentlich so ganz gut. Alles natürlich im Kopfumfang verstellbar. Ich weiß auch nicht, ob man die schwarze oder die grüne. Auf jeden Fall cool. Was ich gleich einmal dazu sagen kann, weil billige Einwerbung, die gibt es im Shop, das ist ganz klar. Es ist jetzt nicht so, dass die irgendetwas Besonderes könnte, dass ich jetzt sage, okay, die hat ein spezielles Geheimfeature, da kann man da irgendwas drauf und was draufhängen und da ist ein Mollestreifen und gar nichts, ja, überhaupt nichts. Eine ganz normale Baseballkappe, aber ich finde sie ganz einfach cool. Ich finde sie wirklich cool und schön gemacht und wenn es dir gefällt, das war's jetzt. Was soll ich sonst sagen? Lange Rede, kurzer Sinn. Schreib mal unten einen Kommentar, was du von diesen neuen TT-Caps hältst und ob du auch jetzt motiviert bist, dir eine zu besorgen, wenn du magst. Ein bisschen Satire. Daumen nach oben oder nach unten. Abo da lassen, da geht es direkt in meinen Shop. Aber andere Videos zum Anschauen. Und der Frühling kommt. Bis dann und ciao.